Ich möchte jetzt damit fortfahren, die Landschaft in diesem Bereich hier noch etwas besser herzurichten. Und als allererstes dafür notwendig sehe ich an, diese glänzenden Polder, die ja als Ölübergabestellen, Ölzapfstellen dienen, von ihrem Glanz zu befreien. Am besten geht das ja mit einer schwarzen Dreckfarbe. Wenn die Straße dabei etwas abbekommt, nicht weiter schlimm. Das ist halt ausgeflossenes Öl. So, und hier mache ich jetzt noch einen größeren Ölfleck hin. Damit wäre der erste Schritt erledigt. Im zweiten Schritt geht es mir um die Randgestaltung in diesem Bereich hier. Da ist ja noch offen zu Tage tretender Sand zu sehen. Und überhaupt sieht alles hier sehr, sehr gleichmäßig aus. Und ich streue das jetzt mal einfach mit meinen Flocken hier ab. Und kümmere mich dabei gleich auch ein bisschen um das Wiesenzeugs hier. Ich muss mir Leinwasser holen. Und ich injiziere das mit Druck unter die Flocken. Und wenn sich das Leimwasser jetzt nach einiger Zeit verteilt hat, drücke ich nochmal an. Ein paar von den größeren Flocken drauf und streue den Kram noch mal mit den feinen Flocken ab. Jetzt ist auch der hintere Rand hier etwas arg sauber geraten. Dagegen könnte eine Ladung von den groben Flocken ganz gut was tun. Und auch das muss ich wieder abstreuen. So. Hier sieht das Ganze am Straßenrand aus, naja, ein wenig wirr aus. Das würde man so wahrscheinlich nur sehen, wenn die Wiese gerade frisch gemäht wurde. Ich ergänze das einfach mit ein bisschen Flocken. Noch ein bisschen was Grobes drauf. Und dann kann ich das schon abstreuen.
Hier am Hang könnte ergänzend noch etwas Grobflottiges hin. Und das zumindest sollte ich jetzt dringend abstreuen. Ich folge dem Straßenrand weiter. Bis dahin ist es noch zu sehen, ja. Ich habe hier die gleiche Problematik, dass das einfach nicht besonders gut aussieht. Und diesmal regle ich das nur mit grobflockigem Material. Das streue ich ab. Jetzt habe ich hier die Situation, ist das noch zu sehen, ja, dass ich ja die Sache mit Sand einfach zugeschüttet habe und ich gestalte jetzt hier so eine Art Feldweg. Im Material. So, und damit komme ich jetzt so allmählich aber sicher an des Pudels Kern. Zunächst einmal setze ich hier den Lokschuppen auf seinen Standort. Ja, und dem fehlt sein Schornstein, weil ich den irgendwo abgeknickt habe. Das will ich jetzt mal als erstes wieder dran setzen. In der Hoffnung, dass es diesmal besser hält. Mein Hauptarbeitsfeld ist jetzt aber das eigentliche Bahnhofsgelände. Das heißt, das Gelände um das Bahnhofsgebäude herum. Ich wechsle mal die Kameraperspektive dafür. Und das Bild offenbart da auch schon die ganze Problematik. An dem ganzen Bereich hier ist nämlich noch herzlich viel nicht gemacht. Eine letzte Arbeit ist allerdings noch offen, bevor ich mich da endgültig dran machen muss. Und zwar muss ich ja diese Weiche hier noch zu Ende schottern. Ich suche mir meinen Kram zusammen. Löffel, Pinsel, Ampulle.
Ja. Und jetzt kämpfe ich mich eine Schwelle weiter vor. Muss ich das außerhalb des Schwellenraums tun? Nochmal Test. Das hat hingehauen. Und mein Bahnsteiggelände muss deshalb wohl noch mal ein wenig warten.